Was ich finde, wenn man als Bootstrapping-Agentur oder als Bootstrapping-Unternehmen an sich selbstfinanziert, ohne viel Geld durchstartet, vielleicht dieses Freelancer-Niveau überschreitet und sich plötzlich Gedanken darüber machen muss, fuck, ich muss jetzt mal einen Vollzeit-Projektmanager oder ich muss zumindest mal mit einem Werkstudenten oder was auch immer, muss jemanden einstellen, dann bin ich der absoluten Meinung, hol dir Leute rein, die du schon kennst. Warum? Weil du ihnen schon vertraust, weil du sie schon kennst, weil die Kommunikation schon stimmt, weil die Basis, die gemeinsame Ebene schon etabliert ist und du darauf viel besser aufbauen kannst als mit jemandem, den du überhaupt nicht kennst. Natürlich sollte dabei auf Kompetenzen geachtet werden, weil wenn ich mir jemanden reinhole, der Rechtschreibung nicht beherrscht, aber Texter für mich werden soll und ich habe eine super gute Beziehung zu ihm, dann nutzt mir die Beziehung nicht viel. Das heißt, ich brauch Leute, die eine Basis an Talent, die eine Basis an Know-how, an der Expertise mitbringen, die ich benötige, aber vor allem ein Maximum an Vertrauen, ein Maximum an an respektvollen Umgang, an persönlicher Ebene, an etablierter Beziehung, die ich direkt mit reinnehmen kann. Ich finde das mega wichtig. Ich habe das damals so gemacht, versucht so zu machen. Ich habe versucht, alle möglichen Leute, und das mache ich auch heute noch, reinzunehmen, die ich schon kannte. Ich würde auch heute noch Leute einstellen, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin. Ich finde, es hat nirgendwo geschadet bisher und es hat viel eher dazu beigetragen, eine Beziehung noch auf den Prüfstand zu legen und wirklich sie zu exponieren und zu zeigen, ist diese Beziehung tatsächlich was wert zu diesem Menschen oder nicht. Deswegen sehe ich persönlich, also wirklich Bekanntschaften, die man dann tatsächlich einstellt, als essentiell. Und der finanzielle Aspekt ist auch nochmal so ein Thema. Natürlich ist man als Bootstrapping-Unternehmen häufig finanziellen Druck ausgesetzt, macht noch nicht so viel Umsatz, hat noch nicht so eine stabile Finanzplanung, um ewig weit planen zu können. Das heißt, man ist auf günstigere Arbeitskräfte angewiesen. Es ist definitiv einfacher, Leute, die man auf persönlicher Ebene, die man kennt und die man auf persönlicher Ebene überzeugt hat, davon zu überzeugen, dass sie zu einem geringeren Gehaltsniveau einsteigen, als Leute, die man noch nicht kennt, die man tatsächlich auch mit Fakten überzeugen muss. Deswegen, ich bin absoluter Fan davon, Leute einzustellen, die man schon kennt, zu denen man eine persönliche Beziehung hat und die Basis mitbringen, um die Firma weiterzubringen.